So Leute, willkommen zurück zu Another Crab's Treasure. Mir ist aufgefallen, wir sehen so ein bisschen aus wie ein Glurak. Und da geht meine Erzschote hin. Dementsprechend gehe ich da nochmal kurz rein. Bin mal gespannt, ob wir das verlorene Meer finden. Auf jeden Fall finden wir da unten noch einen Anglerfisch. Was mir jetzt persönlich nicht so gut gefällt. Hypnotisiert. Au. Au. Der hat mich weggenugt. Okay. Da unten finden wir alles, aber nichts Gutes. Anglerfisch, Riesenkrabbe. Ich glaube, um den sollte ich mich zuerst kümmern. Oh Gott. Ach du Scheiße. Weiß noch nicht, wie ich da durchkomme. Oh Gott, er kommt rüber. Ostfreies Relikt. Yes. Fuck, ich bin hypnotisiert. Jetzt bin ich am Arsch. Oh, ich habe meinen Panzer zurück. Problem ist, theoretisch muss ich die Tintenfische aus dem Weg räumen, weil die uns hypnotisieren können. So, jetzt stehst du hier alleine. Da ist ein Kollege wieder. Okay, die erste von den Mistviechern haben wir. Ach, bevor Hammer. Abgang. Wenn ich an den rankomme, muss ich an den Tintenfisch ran.
Also die sind echt übel. Das ganze Gebiet da vorne. Das ist schlimm. Den nehme ich mir erstmal mit. Kann ich die Krabbe irgendwie hier in die Richtung locken? Ja, die kommt hier rüber. Okay. Komm, noch ein Stück. Muss dich weit genug wegkriegen, dass ich dich isoliert angreifen kann. Das muss reichen. Ich weiß noch nicht, wie ich mit denen umgehen soll. Bin ich ganz ehrlich. Alternative wäre einfach durchrennen. Ich glaube, das probiere ich mal. Ich scheiß mal auf meine Ausrüstung und ich renne einfach mal durch. Weil das sind einfach zu viele. Ich brauche Jahre, wenn ich mich mit denen allen prügeln will. So penetrant wären. Hi. Komm ich da so nicht ran? Das ist wahrscheinlich wieder so ein Angelhaken, der da hochgeklippt ist. Ich mache mich aus dem Staub, ganz ehrlich. Ne, da komme ich so nicht ran. Ah, hier ist das Kreuz, hier ist der Rückweg. Okay. Okay, okay, okay. Konfetti-Kanone, okay. Nehmen Sie mal mit. Die hat wieder diese Alarv- und Helau-Fähigkeit. Probiotisch ist zwar besser, aber was soll's. Hier jetzt gerade nicht heilen. Die elenden Mistviecher, ne? Sieht hübsch aus, aber ich mache ich trotzdem alle. Schnauze! Ein probiotischer Panzer.
Und eine neue Herztankschote. Okay, hier ist eine Abkürzung. Da hinten liegt meine Ausrüstung, also da käme ich theoretisch wieder zurück. Aber da liegt eh kaum was. Also ist mir egal. Aber in dem Gebiet da lagen noch Sachen zum Sammeln. Also die würden mich schon interessieren. Die würde ich eigentlich schon gerne holen. Ja, nuke die mal weg. Das ist eine gute Idee. Kann ich eh nicht leiden. Will diese Krabbe tot sehen. Die geht mir so auf den Zack. Weil dann kann ich mich hier in dem Gebiet mal anständig umgucken. Wenn die nicht so viel aushalten würden. So, ich tausche den mal. Zooplankton Plus. Da feuert schon die nächste auf mich. Die weitestgehend alleine. Steht auf jeden Fall jetzt schön in der Ecke. Solange ich nicht so weit rauskomme, sollte das eigentlich passen. Bei der oben. Oder auch nicht. Okay, dann hole ich meine Sachen und gehe. Weil ich bekomme hier keine Chance, mich anständig umzugucken. Da muss ich hoch. Bellhorn Plus, ja. Und wirklich gut. Immer nicht auf den Keks.
Geht auch für euch alle. Schnauze, Geisteraal. Fuck. Halt da irgendwie hoch. Solange die hier mir alle im Weg stehen, komme ich da nicht hin. Denn da hochkommen, sag mal. Den Telefonhörer auf dem Kopf. Das hier ist halt die beste Stelle, aber ich komme da nicht hin. Das sind halt einfach zu viele von denen hier. Als dass ich mich hier in Ruhe umgucken könnte. Ja, das war's wieder für mich. Wenn man hier einmal in der Hypnose drin ist, man hat keine Chance mehr. Es ist so zum Kotzen. Wurde jetzt nicht angehakt? Einen von denen kriege ich ja platt, vielleicht auch zwei. Aber für alle sind es zu viele. Dann noch die Fische und alles andere. Es ist... Von hier aus komme ich da hoch. Antiker Ammonit. Bin noch eine weitere, um deine Umami-Ladungen zu erhöhen. Interessant. Um euch Mistviecher kümmere ich mich gar nicht erst. Weil ihr seid mir von Herzen egal. Dich gucke ich gar nicht an. Dann kannst du mir nämlich auch egal sein. So, und jetzt mache ich mich aus dem Staub. Dann habe ich nämlich gefunden, was ich hier unten noch finden wollte. Und verpiss mich jetzt. Hm.
brauche mehr Angriffskraft. Ich habe 51 Angriffskraft und es reicht einfach nicht, dass ich mich hier durchprügeln kann. Ach so. Nee, doch. Will zum leuchtenden Ort der Ruhe reisen. Ich habe zwar hier den Shortcut, aber ich habe hier noch mehr Shortcuts. Und der andere gefällt mir irgendwie ein bisschen besser. Vor allen Dingen, weil ich mir dabei spare, an den Viechern hier vorbeizugehen. Muss bloß an diesem komischen Hypnose ich vorbei. Naja, er ist tot. Also die Laserkrabben, das sind echt meine unliebsten Gegner. Die sind sehr unangenehm. Vor allen Dingen, wenn die auf so einem Haufen sind. Eine ist okay. Mit einer wird man sehr gut fertig. Aber viele, viele sind ein Problem. Ein großes Problem. Da hinten war schon wieder eine, glaube ich. Nee, die ist tot. Oder die steht dann auf. Ich weiß es nicht. Will es nicht ausprobieren. Also will ich eigentlich schon, aber... ist nicht tot. Oh! Chitan, du hast sie erledigt. Chitan, du lebst! Dachtet ihr tatsächlich, ich würde mein Leben so leicht aushauchen? Ha! Was führt euch in diese weiten Tiefen, Vagabund? Ich suche wohl noch nach einem anderen Schatz, aber diesmal... immer noch nach einem Schatz, aber diesmal wohl nach einem anderen. In der Tat. Also spürt es auch. Die Macht, die hier unten lauert, in den Tiefen. Die Stärke, nach der ich schon so lange suche. Ich muss sie aufspüren und mit ihrer Hilfe die Tyrannen des Ozeans stürzen. Ne, nicht, wenn ich sie zuerst finde. Ha, ganz recht. So gefällt ihr mir, kleiner Krebs. Wenn sich unsere Seelen messen müssen, so soll es geschehen. Doch nicht als Feinde, sondern als würdige Rivalen. Vorwärts, das Schicksal erwartet uns. Das finde ich schön. Aber ich befürchte, Chitan wird mein Bossgegner werden. Kugelfischstachel. Und eine neue Muschel. Gott, das heißt, hier habe ich schon mal einen Save Point. Das freut mich, weil das ist der letzte Part, den ich jetzt am Stück aufnehmen kann. Ich dachte eigentlich, ich spiele das Spiel heute fertig. Aber... Pustekuchen. Hier sind Walknochen und ganz viele Panzer. Das schreit nach Boss und Müll. Roland als Finalboss? Also, you're certain we're going the right way. How should I know? Think I spend my weekends here, do you? Well, then what the shuck am I still paying you for? Matter of fact, we're in this mess cause you couldn't defeat a damn lobster. Good for nothing. I should have left you on the seabed where I found you, you little... Eh? It's you. Enjoying the spoils, are you, lad? Proud of what you've done? Look, man, I don't want anything from you. Please just leave me alone. I don't want to fight anymore. Please leave me alone. I don't want to fight anymore. But fight ye did. Just like me. Just like old Linkerton. And down here we've both drifted. Two worthless sinners. Right where we belong. The bottom of the train! Rabbenjäger in Garten. Okay. Obnoxious little sponge. Ja, aber aus der Nähe kann er nicht so präzise schießen.
Let's face hell together, lad. Ah, mein neuer Angriff. Fällt er dir? Lousy little limpet. Ah, fuck, der zerschießt aber meine Panzer ganz schön hart. Aber ich kann mir die Dinger holen. The hell with you! Ne, danke. Oh fuck, der hat mir jetzt ordentlich einen eingeschenkt. So vergessen. Don't make it easy on me. Easy mache ich hier gar nichts. Ah, komm. Oh, fuck, er hat mich. Oh, er ist ein starker Gegner. Bisschen Zeit habe ich noch, den machen wir heute noch. Ich muss mich, also in Schüssen muss ich ausweichen. Hilft nichts. Ich dachte eigentlich, Roland wird der Finalgegner. Aber ganz offensichtlich ja nicht. Okay, muss ich schnell zu ihm. Muss ihm eine verpassen. Habe ich nicht vor, glaub mir. Vielleicht mache ich es ihm doch einfach. Ich will ja auch nicht, dass er sich schlecht fühlt. Auch eine Waffe. Das vergesse ich immer. Okay. Oh, ich habe das gekontert. Den Schuss. Das ist auch gut. Da war ich gerade noch in der Bewegung. Zack. Ah, fuck, habe ich nicht geschafft. Let's face hell together, lad. Ich müsste ihn umwerfen. Das ist das Problem. Don't
Don't make it easy on me. Fuck. Ich hab gehofft, ich kann ihn noch fangen, dass ich mich heilen kann. Eigentlich ist der Part vorbei. Und eigentlich kann ich keinen mehr jetzt in Folge aufnehmen. Aber ich will den eigentlich jetzt noch besiegen. Wenn ich mich beeile. Ich habe wieder keine Waffe mitgenommen. Okay. Den habe ich erstaunlich gut gekontert, tatsächlich. Fuck. Dabei hatte ich ihn fast umgeworfen. Aber ich glaube, auch umwerfen hilft nichts. Ich muss hier wirklich gut kämpfen gegen ihn. Er ist halt ein starker Gegner. Also die Kämpfe haben sie echt schön gemacht. Gefällt mir. Auch wenn ich es gemein finde, dass er einfach so meinen Panzer brechen kann. Wenn er das möchte. Aber das ist halt so sein Boss-Move sozusagen. Nächster. Let's face hell together, lad. So, die Hölle, die kriegst du allein. Jetzt habe ich ihn schon umgeworfen. Ich kriege ihn trotzdem nicht platt. Und ich habe viel Angriff, habe ich das Gefühl. Ich habe jetzt ehrlich nicht das Gefühl, dass ich wenig Angriff habe. So, den Panzer nehme ich mal mit, weil falls meiner kaputt geht, ist es gut, wenn ich so einen auf Ersatz habe. So einen probiotischen. Bitte die spawnen nicht. Ich glaube, es. Nee, er ist noch da. Obnoxious little sponge. Fuck. Wenn einmal das Timing nicht hat, ist vorbei. Alles eine Timing-Geschichte. Und wenn man es einmal verkackt, ist der Kampf im Prinzip vorbei. Bin gerade am Überlegen, ob ich meinen Fisch da lasse. Und einfach sage, ich hole mir noch mehr Angriffskraft, weil der Fisch nicht so viel macht. So, komm her. Ah, hast drüber geschossen. Wohl. Komm nicht her. Ich brauche jetzt das da. Let's face hell together, lad. Okay. Knock
precious little sponge! Mag es nicht, wenn er das macht. Plastic little barnacle! Mein Panzer zerschossen. Und so einen schönen habe ich hier nicht nochmal. Gleichfalls. Ich glaube, mein Fisch macht aber einen guten Job. Oh, wenn er nicht immer verschwinden würde. Der gute Job, den der Fisch macht, ist zu verhindern, dass seine Knockout-Leiste runtergeht. So, das hat gesessen. Nein, jetzt muss ich in Bewegung bleiben. Zack. Ja, leuchtet, dass er mir da einen mitgibt. So, hab ich wieder. Noch ein rostfreies Relikt, sehr schön. Hatte er ja auch um den Hals, die Dinger. Also Schlüssel. Ich geh erstmal wieder zurück. Oh. Also der war übel. Gehe ich hier zurück oder gehe ich vor? Ich glaube, ich gehe vor. Naja, was soll's. Nehmen wir an, da oben wird auch nur ein Speicherpunkt auf mich warten. Ich hoffe es. Sieht aus, als ob ich hier ein neues Gebiet lade, ja. Und in neuen Gebieten ist meistens dann direkt eine Muschel. An der kann ich dann speichern. Hier sind wir also. Ich wage keine Vermutung darüber anzustellen, was vor uns liegt. Doch wir müssen voranschreiten, meiner Treu. Der perfekte Ammonit ist gewiss schon nah. Woher willst du das wissen? Und, was ist das? Sieht aus wie eine Sackgasse. Das ist ein Schloss, Jungchen. Ein Schloss, das nur zwei Einsiedlerkrebse wie wir öffnen können. Wer braucht denn ein Schloss, das nur Einsiedlerkrebse öffnen können? Was besonders an uns? Oh, Jungchen. Vielleicht werde ich dir eines Tages vermitteln können, was alles verloren, gegen welche Tragweite diese Ereignisse hatte. Doch fürs Erste solltest du mit eigenen Augen erblicken, wo Worte versagen, meiner Treu. Hier, folge meinem Beispiel. So. Ich lasse mal meinen Fisch. Oh, das sind die gleichen Steine, wie wir hatten. Die wir schon öfter gesehen haben. Wahrscheinlich finden wir hier erst die Kraft, um die Dinger zu öffnen. Ich find's cool, wie mein Feuer einfach da so hängt.
Ich hoffe wirklich, ich finde da unten gleich eine Mondschnecke. Weil der Part ist viel zu lang. Aber ich muss dann auch... Wow! Der alte... Wow! Also, das hat mich... Das ist echt wow. Vor allen Dingen, hier ist nicht mal Plörre. Das ist ein wunderschöner alter Ozean. Mit wahrscheinlich Jahrtausende alten Korallenriffen. Das ist heftig. Der alte Ozean. Dass mir die Ehre zuteil wird, diesen Ort mit eigenen Augen zu sehen. Der perfekte Ammonit schlummert hier irgendwo, ich kann es spüren. Er ruft nach uns, er ruft nach allen Einsiedlerkrebsen des Meeres. Er ruft nach allen, die dem Ozean zu seinem alten Glanz verhelfen wollen. Wir dürfen nicht nachlassen, meiner Treu. Wir stehen kurz davor, den Lauf der Welt zu verändern, Junge. Wow. Ohrensteckenhaus. Also das ist echt wunderschön hier. Nachdem wir jetzt Inkathon fertig gemacht haben, bleibt ja nicht mehr viel. Was wir tun müssen. Gut, Leute. Ich würde sagen, dann beim nächsten Mal gucken wir, ob es dann Finale ist. Ihr lasst mir ein nettes Kommentar, dann einen Daumen nach oben und wir sehen uns, wenn es weitergeht mit Another Crab's Treasure. Bis dann, euer Wolf.